Füreinander da zu sein, das ist glücklicherweise oft schon selbstverständlich. Auch in der Gesellschaft hat es einen hohen Stellenwert, denn 2/3 der notwendigen Arbeit besteht aus Hausarbeit, Eigenarbeit und Ehrenamt. Im Rahmen eines Forschungsprojektes zu nachhaltigen Lebensstilen wurden 50 Menschen interviewt. In 16 Porträts stellt die Ausstellung »Wovon Menschen leben« ihre individuellen Antworten dar. Also Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, war vor einigen Jahren noch so, hat man eher ja darüber gelächelt. Heute bekommt es schon wieder mehr Stellenwert. Man weiß, dass man dieses bürgerschaftliche Engagement dringend benötigt, um wirklich mehr den sozialen Raum zu erfassen und da mehr wieder füreinander zu tun. Aber man muss auch deutlich sagen, dass Menschen natürlich nicht nur alleine von der Arbeit leben, nicht nur alleine, also von der Arbeit, die bezahlt wird, leben oder von dem Konsum, der fertig hergestellt ist, sondern Menschen benötigen wesentlich mehr, was ihnen auch selber viel bedeutet und was ihnen auch selber einen Sinn des Lebens gibt. Die Wanderausstellung zeigt anhand von Foto- und Textporträts Menschen, die beispielhaft für bürgerliches Engagement und Nachhaltigkeit im eigenen Leben stehen. Sie beweisen, wie wichtig und durchaus möglich es ist, im Alltag Lebenssinn zu produzieren und sein Umfeld mitzugestalten. Leider kriegt diese Art von Arbeit nicht genug Aufmerksamkeit. Es wäre deshalb sehr wichtig, dass sich gerade auch die Medien dieser anderen Ökonomie mehr widmen würden und auch dort die Wertschätzung vermitteln würden. Das würde sicherlich dann dazu beitragen, dass auch die andere Ökonomie und auch vor allem das Engagement der Menschen einen anderen Stellenwert bekommen würde und mehr Aufmerksamkeit. Als Denkanstoß ist die Ausstellung auf jeden Fall einen Besuch wert. Sie ist bis 21. November wochentags von 7 bis 21 Uhr im Foyer der Volkshochschule zu besichtigen.